Warum machen so viele Leute Sport? Was ist ihre Motivation? Darüber reden wir mit drei sportlichen Personen. Schön, dass ihr da seid. Beginnen wir mit Alina. Wie wichtig ist Sport für dich? Zuerst einmal danke für die Einladung. Sport ist sehr wichtig für mich. Besonders Teamsport. Deshalb spiele ich auch schon 15 Jahre lang Fußball. Wie wichtig ist dir der Erfolg? Willst du immer gewinnen? Na klar. Jede Spielerin, jedes Team ist gern erfolgreich und gewinnt gern. Aber wenn wir gut spielen und die Gegnerinnen besser sind und gewinnen, dann ist das eben so. Ich freue mich dann einfach über das gute Spiel. Wie oft in der Woche ziehst du die Fußballschuhe an? Und hast du noch andere Hobbys? Naja, dreimal in der Woche haben wir Training und am Wochenende ein Spiel. Bleibt da noch Zeit für was anderes? Ja, zweimal pro Woche gehe ich vor der Arbeit zum Yoga. Mir ist wichtig, dass ich fit und gesund bleibe. Ein dichtes Programm für Alina. Und wie ist es bei dir, Milan? Wie wichtig ist Sport für dich? Ziemlich wichtig. Ich surfe gern. Das finde ich total spannend. Und ich treffe gern meine Surferfreunde. Auf dem Surfbrett denke ich gar nicht mehr an die Arbeit. Der Job ist ganz weit weg. Ich gehe 2-3 Mal jede Woche nach der Arbeit zum Eisbach. Zum Eisbach? Ja, das ist ein kleiner Fluss mitten in München. Da kann man gut surfen. Und sonst? Hast du noch andere Hobbys? Ja, Kajakfahren. Ich fahre fast an jedem Wochenende. Am liebsten auf wilden Flüssen. Ist das nicht gefährlich? Man muss schon aufpassen. Man merkt aber auch, wo die eigene Grenze ist und was man noch trainieren muss. Das gehört zum Sport dazu. Ich will immer besser werden. Du bist ja sehr viel am Wasser. Was machst du im Winter? Da gehe ich langlaufen. Ich bin einfach immer gern draußen in der Natur. Bei jedem Wetter. Interessant. Vielen Dank, Milan. Und du, Saskia? Was ist denn dein Sport? Tennis. Ich spiele gern und bin in einem Tennisclub. Im Sommer trainiere ich draußen, im Winter in der Halle. Wie wichtig ist für dich Erfolg? Naja, ich trainiere viel und möchte meine Spiele auch gewinnen. Aber am liebsten spiele ich Doppel mit meiner Partnerin. Zu zweit macht das Spielen und Gewinnen noch mehr Spaß. Bleibt dir noch Zeit für andere Hobbys? Nicht viel, aber das ist mir egal. Ich bin in meiner Freizeit gern aktiv. Sport ist für mich einfach wichtig und macht mir viel Spaß. Im Winter gehe ich auch gern langlaufen. Und als Kind bin ich geritten, aber das ist vorbei. Wir sprechen gleich noch mehr über die Faszination von Sport. Aber jetzt zuerst einmal Musik. Was passt da besser als... 1. Und jetzt rein damit! Oh nein! Doch, doch! Ja, du schaffst es! Ja! Tor! Tor! 1:0, endlich! Das war großartig! Wahnsinn, ist das gut! Das ist das Tor des Jahres! Ich glaube es nicht! Das ist super! In der 37. Minute schafft es der FC. 2. Das kann doch nicht wahr sein! Die erste Halbzeit war super. Und dann verlieren sie. Ja, echt blöd. Aber jetzt kann man auch nichts mehr machen. Ja, eben. Jetzt nicht mehr. Aber vorhin, in der zweiten Halbzeit. Die müssen doch besser spielen. Aber echt, das ist wirklich eine Katastrophe. So schade nach dem guten Start. Das Spiel war mega schlecht. Ja, das ist echt schade. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Sicher. Sie sind doch immer noch die Besten. Ja, ja. 3. Mann, bin ich froh, dass alle Spieler wieder fit sind. Genau. Heute haben wir richtig gute Chancen. Ich hoffe, dass wir heute gewinnen.
Ja, heute brauchen wir einen Sieg. Bisher hatte die Mannschaft ja nicht so viel Glück. Ja, hoffentlich schaffen sie es. Ole, 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 ole. Gut gesagt. Aussagen verstärken. Das ist super toll. Das war wahnsinnig gut. Das finde ich so blöd. Oh, das Spiel war mega schlecht. Oh, meine Cousine. Hallo, Selina. Hi, Amelie. Hast du gerade Zeit oder machst du schon wieder Sport? Klar, ich bin gerade im Fitnessstudio. Aber kein Problem, ich habe Zeit. Und du? Hast du dich endlich im Fitnessstudio angemeldet? Nein. Letzte Woche musste ich so viel arbeiten. Da war wirklich keine Zeit. Ach, Selina. Es ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr her. Ja, ich weiß. Schlimm, oder? Nächste Woche melde ich mich an. Versprochen, Amelie. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal zusammen Sport machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht. Du bist so sportlich und ich habe doch gar keine Kondition. Ach Quatsch, Selina. Ich habe einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Das macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen und dann ins Kino? Im Hochseilgarten braucht man bestimmt viel Kondition. Also so schlimm kann es im Hochseilgarten nicht sein. Der ist ja auch für Kinder. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Wollen wir das so machen? Okay, dann machen wir es so. Aber ich suche den Film aus. Klar. Mach dir keine Sorgen. Wir haben am Sonntag bestimmt viel Spaß. Gut, bis Sonntag. Ciao. Ciao. Bis dann. Sankt Peter-Ording an der Nordsee. Wer diesen Namen hört, der denkt an Wasser, Wind und lange Strände. Und vielleicht an den Leuchtturm. Er ist das Symbol von Sankt Peter-Ording. Der Ort ist beliebt bei Urlaubern und Sportlern. Aber viele denken auch an Gesundheit. Die Luft ist hier sehr gut. Viele Leute erholen sich hier von Krankheiten und hoffen, dass sie bald wieder ganz gesund sind. Aber zuerst ein paar Fakten zum Ort selbst. Sankt Peter-Ording hat ziemlich genau 4000 Einwohner. Im Ort gibt es eine Grundschule und die Nordseeschule, eine Gesamtschule mit ca. 700 Schülerinnen und Schülern. Außerdem gibt es im Ort 17.000 Betten für Touristen. Jedes Jahr kommen ca. 400.000 Personen für einen kurzen oder längeren Urlaub hierher. Soweit also die Daten zum Ort. Aber was machen die Touristen hier? Beginnen wir mit den Sportlern. Die Nordsee und der Wind, das gehört zusammen. Kitesurfer lieben die Strände. Im Sommer bieten mehrere Surfschulen Kurse für Kitesurfer an. Für Anfänger ist es am besten, wenn es nur ein bisschen windig ist. Gute Surfer lieben starken Wind. Dann fahren sie schnell und fliegen sogar über dem Wasser. Manche Surfer sind auch im Herbst und Winter auf dem Meer. Sie lieben es, wenn nur wenige Leute da sind. Nicht nur Kitesurfer fühlen sich hier wohl. Es gibt Badestrände, man kann im Meer schwimmen oder am Strand und durch die Dünen wandern, laufen oder Fahrrad fahren.
Viele Menschen fahren mit dem Auto in den Ort. Zu viele. Dann müssen sie auch noch lange einen Parkplatz suchen. Viel entspannter ist es mit dem Zug. Jede Stunde fahren Züge zwischen St. Peter-Ording und Husum. Im Zug kann man auch bequem das Fahrrad mitnehmen. Es fahren jedes Jahr mehr Menschen mit dem Zug, aber noch mehr nehmen das Auto. Wie gesagt, St. Peter-Ording ist nicht nur für Urlauber und sportlich aktive Personen attraktiv. Viele kommen auch hierher, weil sie wieder gesund werden wollen. Hey, ich habe euch ja lange nicht gesehen. Wart ihr im Urlaub? Ja, wir sind erst gestern zurückgekommen. Und? Habt ihr euch gut erholt? Na ja, wir waren diesmal sehr aktiv. Wir sind eine ganze Woche lang gewandert, von Oberstdorf bis nach Meran, über die Alpen. Wahnsinn, das ist doch so weit. Na ja, 120 Kilometer und über 6000 Höhenmeter, über Berge und Täler. Das ist bestimmt schrecklich anstrengend. Naja, wir waren am Abend schon müde. Aber die Tagestouren waren unterschiedlich lang. Am vierten Tag waren wir fast 9 Stunden unterwegs. Das war der längste Abschnitt. Und an 2 Tagen sind wir nur 4 bis 5 Stunden gewandert. Nur 4 bis 5 Stunden? Das ist nichts für mich. Aber euch ist es gut gegangen? Ja, schon. Ines hatte keine Probleme. Aber ich hatte die letzten 3 Tage Schmerzen in den Füßen. Ich habe wirklich gute Wanderschuhe. Die habe ich schon lang. Aber eine Woche lang jeden Tag viele Stunden gehen, das war einfach zu viel. Aber dass wir nach jeder Tagestour die Füße in kaltes Wasser gesteckt haben, das hat ein bisschen geholfen. Naja, ich war am Abend super müde, aber ich konnte trotzdem nicht so gut schlafen. Wo habt ihr denn übernachtet? Man wandert ja von Hütte zu Hütte. Und Hütten sind nun mal einfach und keine Hotels. Viele Leute schlafen zusammen in einem Raum und ein paar Mal hatten wir nur kaltes Wasser zum Waschen oder Duschen. Aber das Essen war eigentlich immer gut. Vor allem das Frühstück. Wenn man richtig Hunger hat, dann schmeckt fast jedes Essen. Nach dem Frühstück haben wir Essen für unterwegs mitgenommen. Das musste man am Abend vorher bestellen und bezahlen. Und natürlich haben wir sehr viel zu trinken eingepackt. Da wird der Rucksack schnell sehr schwer. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Hattest du auch einen schweren Rucksack, Ines? Klar, ich habe circa 10 Kilo getragen, Florian etwas mehr. Aber das Tragen war ehrlich gesagt nicht so schlimm. Es war nur unangenehm, wenn es geregnet hat und der Rucksack nass und dadurch schwerer war. War das Wetter schlecht? Ja, an den ersten 2 Tagen hat es geregnet. Und dann, am 3. Tag, war auf den Bergen oben die Sonne und unten im Tal waren noch Wolken und Nebel. Das hat so schön ausgesehen. Moment, ich zeig dir ein Foto. Hier, guck. Oh, das sieht ja wahnsinnig toll aus. Was hat euch am besten gefallen? Ich war so glücklich, als wir am höchsten Punkt waren, auf 3000 Metern. Die Aussicht ist dort fantastisch. Die hohen Berge auf allen Seiten, einfach toll. Und ich habe gewusst, dass wir am Abend dann im Tal unten ein Zimmer in einem Gasthaus haben. Ein Zimmer für uns beide allein mit Dusche und WC. Das war ein perfekter Tag. Ja, es war wirklich sehr schön. Die Berge rundherum waren so cool. Noch schöner war nur der Moment, als ich Meran gesehen habe. Da habe ich gewusst, dass wir die Tour gut geschafft haben. Und ich muss nicht mehr weiter wandern.